hallo. So, jetzt machen wir ein bisschen Mittagspause und sind dazu in das 7-Eleven gegangen und haben uns was geholt hier. Was haben wir noch geholt? Heißes, Moment. Kann man es erkennen? Curry Chicken, die ist aber schon heiß, heiß gemacht. Also man kann hier, sieht man das hier? Moment. Hier sind so, ist so eine Art Tisch mit Sitzbänke, Stühl, genau, Hocker. Und dann kann man hier quasi sich Sachen abwärmen lassen und dann haben wir auch Bautzen. Bautzen, ja, stimmt. Noch zwei Pau dazu. Einmal mit, was war das? Honey Chicken und was war es noch? Einfach Pau. Ja, Pepper, Green Pepper Chicken, irgendwie sowas. Müsste es gewesen sein. Tja. Genau, und jetzt machen wir noch hier Handdesinfektion. Ich habe ja kein Wasser hier. Und ist eigentlich ganz nett. Hat jetzt ungefähr 5 Dollar gekostet. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. Oder? Ja, tschüss. Wie, tschüss. Ich hab Hunger. So sieht es dann aus. Und es ist süßlich, alles. Also der Teig ist süßlich. Und er klebt. Und er klebt, genau. Sagt Tina gerade. Und ja, das ist Hühnerfleisch mit Gemüse und mit Honig. Weil das ist das Honey. Und so sieht er noch aus, wenn er ganz ist. Nur nicht das Papier unten mit essen. Das ist so eine Art Fleischküchle oder was? Oder so Fleischteig. Gut, ich weiß den lieben, Stefan. Mhm. Also das ist so. So, 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 da. Das ist unser festeres Fleisch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. Man muss aber auch sagen, wir sind gerade um 7-Eleven. 7-Eleven. Ja, in der Innenstadt. Also. Wir sind irgendwo auf der Orchidee Road. Orchid Road. So traurig, schön chill, ich hätte lesen können. Da. Ich habe andere Schild. Lesen. Auf jeden Fall sind wir wahrscheinlich in die völlig falsche Richtung gelaufen, wenn es was zu essen geht. Und da wir jetzt nicht noch 5 Kilometer weiterlaufen wollten, sind wir jetzt hier rein. Ja, normal vermeiden wir es eigentlich hier. Aber wir haben auch noch im anderen Video oder in dem Video, wie immer, irgendwo dabei, haben wir auch das Thema Food Center oder Hawker Center. Und da ist natürlich günstiger. Wahrscheinlich jetzt, wo wir was essen, ich nehme an, 2 Minuten später finden wir 10 Stück oder so. Bestimmt. Bei unserem Glück immer. Aber dann soll es das sein. Aber dann können wir das nächste Mal hingehen. Schreib mir Essen noch mal. Ist ja nicht wählerisch, was Essen angeht. Ich würde 10 hinterlassen, auf jeden Fall Müll. Mhm. Was auch ein bisschen blöd ist, dass hier dann Müll halt übrig ist. Ne? Also, ich bin mir gespannt, was ein Medium bedeutet bei dir. Mein Viertel ist abgebildet. 2 von 4. Mhm. Also Geschmack ist ganz gut. Von dem Crafty Chicken. Da läuft mit was zu essen rum. Von Food Center. Mhm. Essen wir mal nochmal. Man muss auch sagen, es hat auch im Vorhinein eine schöne Aussicht nach draußen. Auf die Bushaltestelle. Kann die Busse beobachten. Genau, die Leute kann man beobachten. Schon mal, ich beobachte immer auch gerne Leute. Dann passt es doch. So, so sieht's aus. Curry Chicken schmeckt super. Schmeckt fast so wie im Markt. Das ist die Müllhaltestelle hier. Müllhaltestelle 1 und 2. Jetzt verbannen wir euch. Genau, Verbannung. Jetzt in der Shopping-Ding oder sind wir jetzt in der Metro-Station? Da steige ich rein und durch. Links ist Metro. Also es gibt hier, da ist da. Das ist Toilette. Um Himmels Willen.
Laufen. Nicht zwingend auf die Toilette müssen. Laufen. Um Himmels Willen. Also das Labyrinth, das Klo-Labyrinth, nenne ich es Todes. Der Spür. Ich bin schon geplatzt, bevor du die Toilette. Ich bin links. Also es war jetzt eine Art Foodcenter in der Metrostation. Ich hatte Bettina ja Arsch gefunden. Nicht das erste Mal. Sieht doch geil aus. Da ist sogar jemand, ich glaub, man glaubt es kaum. Schau mal, da ist schon ein Videorekorder. Ja. Ein alte Box und so. Das ist ja spannend. Vor allem, das ist riesig. Das ist ja einmal das komplette obere Stockwerk, oder wie? Krass. Das ist schon mal Auto, der Unterboden. Da ist nochmal das Ersatzrad drin. Überleg mal, du hast dir das gemietet hier im Einkaufszentrum. Da kommt halt niemand, ne? Ja, genau. Und das ist alles gerichtet. Deswegen ist es so exklusiv. Weil du dann dort sitzt und hast die ganze Skyline. Und deswegen lohnt es sich dann wieder hochzukommen. Ah, da gibt's Powerbanks. Da, das sind Powerbanks. Und du kannst hier, eine App. Der Aufzug ist da. Kannst du App machen, da kannst du dir Rust lassen. Das ist alles ja das Glas. Ich fühle mich nicht wohl, aber ich bin noch höher. Ja? Ja, scheint so. Stimmt, da ist noch ein Tür. Da fahrt irgendwie nicht, kann das sein? Ja, ich war jetzt da. Hilfe! Der geht ein bisschen schneller wie normal, oder? Da fühlt man sich nicht wohl. Hat man das Gefühl, man stürzt ab, als dass man da in Ruhe nach unten gleitet. Guck, die Dinger sind hier, sind super besetzt. Ja. Oh, schnell raus hier. Ja. Sind wir jetzt richtig schon? Ja, egal, ich bin ja raus. Guck mal, das ist roter Lift. Kannst du noch mal höher. Das ist immer ganz hoch. Ja. Hier waren wir noch nicht. Da gibt es Seafood. Die ganzen Dinger sind hier oben. Normal kann ich dann Usse auch hochfahren, vielleicht extra fürs Essen noch. Das ist auch eine schöne Aussicht. Hallo, wir haben Orchid Shopping Center in der Orchid Road. Kann man anscheinend. Ja, mit der Aussicht, die ich auch gerade gezeigt habe, oder die man jetzt einblende, kann man dann an der Skyline wahrscheinlich abends super die Aussicht genießen. Die Preise natürlich ein bisschen höher. Ja, man muss ziemlich lang und hoch fahren, um das zu genießen zu können. Und das ist ziemlich exklusiv anscheinend, sowas zu machen. Und deswegen auch die Preise. Aber wahrscheinlich sehr schöne Aussicht auf Skyline von Singapur. Bei Nacht ist nämlich super mit Beleuchtung. Du hast vergessen zu sagen, die Aufzüge sind super schnell. Die wird ja schlecht. Und dann immer auch so mit dem Grün, also Ambiente stimmt. Aber guck, da ist noch was. Skybar. Aber da sitze ich und mach esse was. Ja, das ist jetzt auch schon was. Aber die 119. Halt durch immer. Okay. Also wie man hier sieht, sieht man nichts. Wickeltisch, Bad. Nein, du es nicht. Da gibt es auch nochmal sowas, ne? Da kann man auch die Art Terrasse sitzen.
Also überall gibt es so mit Pflanze und man kann Skyline gucken. Die Skyline hier. Bei Nacht ist das richtig geil. Die Beleuchtung. Da sind auch mehr Alge drin wie Ding. Ich glaube, denen geht's nicht so gut, oder? Der läuft schon auf dem Zeug. Alter. Ja? Ich will wieder rein. Warum? Was ist jetzt? Ich bin jetzt schön befreit. Da drüben ist auch so was mit so einem Dach, siehst du das? Also wenn ich jetzt das Dach hier habe, habe ich kein Problem. Wenn es aber senkrecht runtergehen würde, hätte ich ein Problem. Das ist voll abgefahren. Das ist diese Skybar, oder? Und das Skybar? Das ist ja cool. Und da ist der Pool, ne? Pool auf dem Dach. Und dann haben wir hier sogar so kleiner Grünpark. Hä? Singtelt, kennen wir doch. Das ist hier die, glaube eins von den größeren Telefon- oder Mobilfunkanbietern. Also falls ihr mal eine schöne Aussicht über Singapur genießen wollt, kommt aufs Dach. Ja. Ihr könnt da entlang laufen, habt noch schöne rote botanische Pflanzen, keine Ahnung was das ist. Tiere, das sind sogar Vögel. Also wir sind jetzt im höchsten Stock, das ist der 12. Stock. Da drüben geht es sogar noch höher, was auch immer das ist, ob für Büros. Ja, ist noch zu. Schon freaky. Ist aber auch tagsüber eine schöne Aussicht. Ja, auch tagsüber schön. Wenn man überlegt, dass die anderen Gebäude noch höher sind, ne? Aber in dem Park drin hat er nicht. In dem da? Kann ich das gerade so nicht sagen. Ich auch nicht. Lass uns noch da vorne rumgehen. Und das ist eine Lampe, das ist schon auch cool nachts. Und dann die Lampe leuchtet und die Nicht-Fische da. Die wollen alle, das Wasser steht so arg und das sind hier die Sonne verausgesetzt, die haben keine Luft drin richtig. Da ist sogar schon einer eingegangen, oder? Das da? Das sind nur ein paar Überreste von einem. So, müssen wir das Wasser. Die müssen fast laufen, ne? Guck da. Da war ich auch nicht, das ist hier, da bewegt er sich nur noch. Nicht unbedingt. Aber gut geht's denn nicht. Hoch, da geht's auch runter. Okay. Das ist ja voll freaky. Warte mal, mein Hund im 11. Stock ausführen will. Genau. Wenn man im 11. Stock Hunde oder so ausführen will, dann kann man das hier machen. Hä? Okay, da geht's auch noch runter, weiß man auch noch. Ach cool. Also man gibt sich hier richtig schon Mühe, schon hart und überlegt sich auf dem Dach vom Hochhaus einfach mal. Voll kaputt.